ist die Donnerstagsausgabe der Industrieübersicht, die von Libred berichtet und von Dokoscope TV präsentiert wird. Gestern wurde der Verkauf abgewickelt der GMO Internet mit 93,9% Stimmrechte an der GVO Click Holdings List im Gegensatz zu 98,4% zuvor. GMO Internet Holdings verkaufte einen Anteil außerbörslich mit der Absicht, Liquidität zu verbessern. GMO wird die Prognose im Notfall verbessern, indem das Unternehmen den Gewinn aus dem Verkauf melden würde. Die Einnahmen aus dem Verkauf erreichten 38 Millionen Dollar. Auf eine Beschwerde vom Juni erhielt die US National Futures Association eine Zahlung in Höhe von 50.000 Dollar von Barbershop LLC. Die Bußkosten von 50.000 werden gemeinsam von Barbershop und dessen Principal Roland Barber getragen, weil beide gesamtschuldnerisch haften. Die Untersuchungen wurden von dem National Futures Holding durchgeführt. Sowohl das Unternehmen als auch der Principal wurden für irreführende Informationen im Geschäftsbericht und Werbematerialien sowie für inadäquate Operations- und Kundenkontoüberwachung verantwortlich erklärt. CME Group wird den Abschluss der Futures Bids in Chicago und New York verzögern. Der Handel wurde um 4 Tage bis Montag, dem 6. Juli, verschoben, aber diese Verzögerung wird die bis September geplante Unterbringung von Futures Bids im gemeinsamen Finanzraum des Unternehmens in Chicago nicht betreffen. Die Entscheidung, den Handel zu schließen, wurde erstens im Februar angekündigt. CME Group verzeichnet dabei einen Rückgang des gesamten Futures-Volumens um nur noch 1%. Trotz des verschobenen CFTS-Handelsschlusses wird S&P 500-Markt in CME Chicago-Handelsraum offen bleiben. Das Wachstum im digitalen Zahlungssektor führte zu einer kraftvollen Partnerschaft zwischen zwei Firmen, die international expandieren wollen. Der globale Dienstleister Saxo Payment hat sich mit Allied Wallet, einem Online-Zahlungs- und Dienstleistungsbetreiber, zusammengeschlossen. Anders Lacouf, Chief Executive von Saxo, erklärte, durch unsere globale Bankenplattform kann Allied Wallet auf die weltweiten Märkte in mehreren Währungen zugreifen, um ihre Pläne einer raschen Expansion zu erfüllen. Saxo ermöglicht den Händlern, Mittel von Clearing und kostengünstiger internationale Überweisungen zu empfangen. Daher fiel die Wahl des Partners für Andy Carbajal, Gründer von Allied Wallet, leicht. Auf Wiedersehen.